Epilog Champions der Herzen Teil 4. Und so kam der Moment. Zum zweiten Mal seit der Entstehung des Teams standen sie im Finale des Königsliga-Turniers. Dieses Mal gegen ein Team, welches ihnen erst einmal begegnet war, welches jedoch trotzdem eine seltsame Verbindung zu Team Polana Vatra hatte. Und Epsilon war bereit wie nie zuvor. Lasst mich als erstes kämpfen! Olanga wird anfangen! Zu 100%! Zwar hatte Aurora nichts dagegen, ihrer Mutter diesen großen Kampf zu überlassen. Jedoch überraschte sie die Sicherheit über die Kämpferwahl der Gegner. Und wenn nicht, dann wirst du deine Rache nie bekommen können. Für wen hältst du Olanga? Er ist egoistisch und will gewinnen. Sollte es zu einer Runde 4 kommen, so kämpft derselbe Kämpfer wie Runde 1, da sie nur zu dritt sind. Das heißt, nur wenn er als erster kämpft, kann er zweimal ran. Außerdem ist das ihre Siegesstrategie. Olanga holt 2 Punkte, das gegnerische Team 2. Und dann siegt Olanga durch Runde 5. Auch wenn das gegen Team Radiance etwas anders verlief. Gut, dann. Geh da raus und tu, was du tun musst. Viel Glück. Mit einem Blick voller Feuer blickte Epsilon das Akani an. Ich werde kein Glück brauchen. Olanga jedoch schon. Mehr als er haben wird. Die Zuschauer, welche alle gebannt auf den Ring starrten, während Olanga und Epsilon das Schlachtfeld betraten, wussten zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal, was dort unten wirklich geschehen würde. Für sie war es alles ein großer Kampf um die Chance zum Champion-Titel. Olanga! Endlich sehen wir uns wieder auf diesem Kampffeld! Und du bist... Nicht einmal der Krieger selber wusste, worauf er sich hier einließ. Natürlich würdest du mich vergessen. Es ist schon lange her. Außerdem war ich ohnehin nie etwas wert, nicht? Immerhin bin ich bloß Epsilon. Nun schien auch Olanga Verständnis zu erlangen. Du bist also dieses Pokémon. Es ist lange her. Damals warst du noch ein lächerlich schwaches, unsicheres Zoroark. Dinge ändern sich. Aus deinem Frieden wurde Einsicht. Aus deiner Einsicht wurde Wahn. Und am Ende bist du über das Ziel hinausgeschossene. Welches Ziel? Den Wahn, den du besser fändest. Ja, natürlich habe ich versagt als Pokémon. Ich bin von meinem eigenen Weg abgekommen. Und das alles deinetwegen. Wegen dir, deinem Stamm und deinen Idealen. Deine Fehler sind nicht meine Schuld, Zoroark. Du machtest gute Schritte. Dies ist die Frucht meiner Mühen. Doch dass du zu weit gingst, lag allein an dir. Mehr Zorn als noch zuvor kochte in Epsilon auf. Meine guten Schritte waren dein Verdienst. Meine einzigen guten Schritte waren die, welche ich tat, um aus diesem Irrsinn zu entfliehen. Alles, was geschehen ist, die Plottkaiserin. Sie ist deine Schuld. Schuld eines Systems, welches niemals das Licht hätte erblicken dürfen. Olanga wollte keine Einsicht zeigen. Er hatte keine Fehler gemacht. Das dachte er. Die Moral des Stammes macht stark. Auch dich machte sie stark. Wärst du geblieben und geworden, wie du bist, hätte vieles aus dir werden können. Großes. Aber du entschiedest dich dagegen. Ein breites Grinsen erschien auf Epsilons Gesicht. Aurora fuhr ein Schauer über den Rücken, als sie diesen Ausdruck erblickte. Großes hätte aus mir werden können. Und doch bin ich Epsilon. Und ich bleibe Epsilon. Ich bin das untere Ende eurer Nahrungskette. Der Abfall eurer Gesellschaft. Nicht einmal ein Pokémon. Euer ganzes System basiert darauf, dass eure Klassen einander bilden. Und deswegen werde ich es genießen. Ich werde es genießen, mich in den Boden zu stampfen, mich für unser erstes Duell zu rächen und deinen Wahn brennen zu sehen. Stell es dir nur vor, Olanga. Großes Publikum, die riesige Bühne, die Augen der Welt. Sie alle dürfen sehen, wie das schwächste aller Pokémon, wie Epsilon selber,
den großen Alpha in den Grund stampft. Wie erklärt das System deines Stammes das? Es wird nichts zu erklären geben. Du bist keine Epsilon mehr. Eine hohe Beta, wenn nicht gar höher. Trotzdem werde ich ohnehin siegen. Es ist 3,5 Jahre her, dass zuletzt ein Pokémon in einem Typennachteil einen Sieg gegen mich erringen konnte. Die Krallen Epsilons begannen in grellem Rot zu glühen. Beta, Alpha, Gamma, Delta, es sind alles nur Hirngespinste. Du sagtest es mir damals selber. Einmal Epsilon, immer Epsilon. Und was ich lernte, ist, diesen Titel zu tragen und ihn zu nutzen. Ich war schon immer eine Epsilon. Ich werde immer Epsilon sein. Und weißt du was? Ich bin stolz darauf. Eine stolze Epsilon. Du bist wahrlich besonders. Und das ist kein Kompliment. Dann stell dich, wenn du es so dringend willst. Eine weitere Einladung war nicht nötig. Sofort drohte ein mächtiger Krallenhieb Olanga zu verletzen. Doch das riesige Pokémon war sofort bereit und blockte. Jedoch verfehlte auch sein Konterangriff. Dazu war Epsilon zu schnell wieder verschwunden. Epsilons typisches Spiel mit dem Feuer würde in diesem Duell extremer werden denn je zuvor. Bedingt durch ihren Typennachteil und Olangas Natur. Leider war er zwar ein Riese, doch kein wahrlich massiger, weshalb er noch nicht unter die Klausel fiel. Schatten begann den Boden zu durchströmen, während der Mond über dem Feld aufging. Gleichzeitig folgte eine Finsteraura, welche Epsilon schlicht abblockte. So wie Fuegro gegen Kell, versuchte Epsilon nun die Umgebung Olangas für sich selbst zu nutzen. Zwar war das Unlicht ihre einzige Schwäche, doch die Schatten waren ihr vertraut. Und anders als Fuegro wusste sie, ihren Vorteil zu nutzen, ohne sich verwundbarer zu machen. Aus der Finsternis am Boden bildete sich so eine Kreation in Epsilons Hand. Pechschwarz, und doch konnte jeder sehen, dass diese Scheinklinge eine Replika der Schwertfeder war. Diese Waffe war zwar nur noch eine Erinnerung, verloren in der Finsternis. Doch aus jener konnte die ehemalige Meisterin der Klinge sie auch wieder auferstehen lassen. In der Finsternis der Arena, den Schatten mit dieser Waffe, alleine die Silhouette des Zoroark im Blick, erkannte Aurora wahrlich die Todfeindin wieder, welche sie so lange bekämpft hatte. Und selbst jener ruhige Hass, welcher immer in den Augen der Maske gebrannt hatte, spiegelte sich nun in Epsilons Blick wieder. Sofort schwang die Schattenklinge in ihren Händen, welcher Blitze entströmten, ihr Ziel direkt im Blick. Erneut schien der Kriegeranführer jedoch nicht zu beeindruckt. Er wich recht problemlos aus, trotz seiner recht trägen Natur. Das Mondlicht wurde gleichzeitig stärker. Der Schatten des Finsteren erstreckte sich nahezu über den ganzen Ring. Ein Akt der Einschüchterung. Der Versuch, Furcht zu erzeugen. Doch was Olanga nicht wusste, war, dass Machado in Epsilon mehr als nur eine Konkurrenz in seinem eigenen Gebiet gefunden hatte. In den Schatten. Denn die Schatten waren für sie kein Mittel der Bewegung, doch eine Schwäche. Wenn Licht auf ein Wesen fällt, so entsteht ein Schatten. Ein Abbild des Lichtes im Inneren. Gespiegelt durch pure Finsternis. Ein Teil des Wesens, welcher nicht dazugehören soll. Und doch, wenn man weiß, die Schatten zu leben. In den Boden unter ihren Füßen stach Epsilon die Schattenklinge, welche Energie in den Grund abzugeben schien. Machado litt im Training immer stark unter dieser Technik, da sie ihn aus den Schatten herauszwang. Und auch Olangas Schatten wurde aus dem Grund gezwungen. Eine Silhouette. Exakt geformt wie der Feind selber, doch ein Stück größer, so groß wie jener Schatten, der am Boden war. Ein Umriss, welcher selber Teil des Kampfes wurde. Und er stand für das Pokémon, welches ihn zum Leben führte.
Epsilon hatte nun eine Schattenkopie ihres eigenen Feindes auf ihrer Seite. Und zum ersten Mal schien es, als würde Olanga tatsächlich Furcht spüren. Und diesen Moment des Schocks nutzte Epsilon aus, wie er einen ersten Schwerthieb landen konnte. Es war kein zu mächtiger Treffer und Olanga war sofort bereit zu kontern. Doch sein eigener Schatten schützte seine Meisterin und blockierte den Angriff. Allerdings war er ebenso wenig bereit für den sofortigen Angriff des Mondes, welcher ihn kreiert hatte, wie Epsilon es war. Ein mächtiger Schlag schleuderte sie weit, nahe dem Rand des Risikobereichs. Einen direkten Gegenschlag konnte der Krieger jedoch nicht durchführen, wieder abgehalten von seinen Schatten. Und für den Schattengeysir, welcher aus dem Boden strömte, war Epsilon bereit. Schnell erhob sie sich wieder und sprintete in die Feldmitte, um erneut aus der Distanz Blitze zu verschießen, welche dieses Mal wieder verfehlten, doch dem Schatten-Olanga die Möglichkeit eines mächtigen Treffers gaben. Der große Alpha Aralsas verlor langsam aber sicher jede Kontrolle über das Geschehen. Sein Schatten war ihm ein gleicher Gegner, doch Epsilon kämpfte ebenfalls gegen ihn. Er wurde an Kampfkraft überboten und das Sorak hatte schier unbegrenzten Raum für ihre eigenen Ideen, da der Schatten ihr all diesen verschaffte. Somit wäre die einzige Chance, den Schatten zu bezwingen. Eine mächtige Mondgewalt traf so in die lebende Finsternis ein. Und wahrlich, er zerbarst, jedoch gab er die Sicht auf Epsilon frei, die bereits im Angriff war. Metallklaue, eine große Schwäche des Feen-Pokémon. Der mächtigste Angriff, welcher bisher sein Ziel traf. Und es war genug, um Olanga in den Risikobereich zu bringen. Und dies war es, was den Anführer vom Titel als mächtigsten Einzelkämpfer der ganzen Liga abhielt. Groß, doch schmal. Unbeweglich, trotz seines nicht unbedingt hohen Gewichtes. In diesem Bereich konnte er sich nicht auf den Beinen halten und wurde zum Opfer seiner eigenen Statur. Und dies wusste uns auch Epsilon. Die wusste, dass ihr Sieg sicher war, wenn sie nicht zögerte. Eine weitere, eine letzte Metallklaue. Und Epsilon schlägt Olanga, um ihrem Team die Führung zu bescheren. 1:0 für Polana Vatra im großen Finale. Als das Zoroark so auf den Grund blickte, dorthin, wo ihr geschlagener Feind lag, durchfuhr sie ein seltsames Gefühl. Eine Freude, wie sie sie selten gespürt hatte. Vor unzähligen Jahren hatte sie gegen dieses Pokémon gekämpft und war untergegangen, in ein Leben voller Leid, Hass und Wahn eingetreten. Und nun, endlich, nach über 50 Jahren, endlich hatte sie Rache genommen. Konnte dies ein Symbol sein? Lag dieses Leben, in dem sich Epsilon selber verloren hatte, nun wahrlich hinter hier? Die Schatten schwanden, so auch die Klinge. Die Sonne warf wieder den normalen, leblosen Schatten Olangas zu Boden. Olanga, siehst du, was es bedeutet? Deine Ideale, dein Glauben. Ich bin Epsilon und ich habe dich bezwungen. Es mag nur ein Funke sein, welcher durch die Massen zieht, doch er wird ein Feuer entzünden, sobald das Wort dein Dorf erreicht hat. Was werden sie sagen? Wird sich der Lebensstil halten können? Wenn ich Pech habe, wirst du auch nur deinen Platz verlieren, nicht mehr. Aber jetzt habe ich dir endlich bewiesen, dass ich mehr bin, als du aus mir machtest. Langsam stand der Finstere auf, doch ein raues Lachen entfuhr ihm. Denkst du denn wirklich, dass irgendetwas leiden wird, da ich heute verlor? Vielleicht, doch es kann den Stamm nicht brechen. Nein, im Gegenteil. Es ändert das Bild. Was du beweist, ist nicht, dass Krieg nicht der Weg ist, doch dass selbst das verlorenste Pokémon den richtigen Weg finden kann. Selbst eine Epsilon kann Großes bewirken. Doch was hast du dafür gegeben? Verstand, Ehre, Leben. Deine Ideale waren es, welche du auf dem Weg lassen musstest.
Wer sich abwendet vom Pazifismus, der wird stark. Das ist, was du bewiesen hast. Kurz verstummte Epsilon. Irgendwo hatte er recht. Um diesen Sieg zu erzielen, hatte sich ihr Leben drehen müssen. Und ihre Friedensliebe hatte schwinden müssen. Sie war zu einer Kriegerin geworden. Weißt du was? Halt doch einfach deine Fresse! Die Sieger schreiben die Geschichte und du gehörst nicht zu ihnen! Ich bin ich! Im Inneren war es immer Frieden, was ich wollte. Doch die Wege dorthin änderten sich. Was ich bewiesen habe, ist, dass Pazifismus nicht schwach macht. Und nun geh und hoffe, dass du mir nie wieder unter die Augen trittst. Mit einem abwertenden Blick verließ der Krieger den Rasen, so wie auch Epsilon. An Mashedda und Monagoras lag es, das Finale zu beenden, was kein Problem für beide darstellte. Polana war Travan zum zweiten Mal Teil des Champion-Duells. Und Epsilon. Epsilon hatte sich selber gefunden, an einem Ort, an welchem sie nie damit gerechnet hatte. Doch nun, nach diesem Kampf, konnte sie die Welt mit anderen Augen sehen. Ihre Tochter, der Freund dieser, ihr wiedergeborener Sohn, ihr früherer Partner auf der Tribüne, Freunde, Vertraute, Familie. Diese Welt hatte es verdient, so zu leben, wie sie war. Und Pokémon wie Olanga waren nicht Grund genug, um dies zu ändern.